Zum zweiten Adventswochenende verwandelte sich die Fläche um den Honauer Bahnhof in Liechtenstein wieder in ein weihnachtlich geschmücktes Dorf. Zum ersten Mal fand der Liechtensteiner Weihnachtsmarkt im Jahr 2002 statt, damals auch, um auf das vom Abbruch bedrohte historische Bahnhofsgebäude aufmerksam zu machen. Der Markt am zweiten Adventswochenende ist bis heute deshalb an diesem Ort geblieben und ist nicht etwa auf den Marktplatz oder um den Kirchturm verlegt worden. Zu bieten hat der Weihnachtsmarkt neben der stimmungsvollen Atmosphäre auch viele dekorative Elemente und Selbstgemachtes und natürlich allerlei kulinarische Köstlichkeiten.